Mit der optional für einige Thomson Elektro Linearaktuatoren erhältlichen Handhilfsbetätigung kann die Kolbenstange unter Maximallast manuell über einen vollen Aus- und Einfahrzyklus bewegt werden. So ist eine Bewegung auch dann möglich, wenn kein Strom zur Verfügung steht. Hilfreich bei der Maschinenwartung oder Installation. Für die Handhilfsbetätigung zunächst den Abdeckstopfen entfernen. Jetzt kann die Kolbenstange mit einem Imbusschlüssel vor- und zurück bewegt werden. Auch ein Elektrowerkzeug kann verwendet werden, sofern es sanft anläuft und stoppt und die Eingangsdrehzahl von 500 Umdrehungen pro Minute nicht überschreitet. Wirkt ein zu hohes Drehmoment auf die Handhilfsbetätigung, schützt eine mechanische Sollbruchstelle den Aktuator. Das Drehmoment sollte 9 Newtonmeter nicht überschreiten. Zur Nutzung der Handhilfsbetätigung muss die Bremse nicht manuell gelöst werden, da die Handhilfsbetätigung die Bremse bei Nutzung selbst löst. Die Handhilfsbetätigung darf bis zu einer Minute genutzt werden und muss dazwischen 5 Minuten abkühlen. Mehr Infos zu den Elektrolinearaktuatoren von Thomson erhalten Sie auf thomsonlinear.com oder bei unserem Kundenservice.